Ja, dann darf ich Sie und euch ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem 19. Easy Credit BBL Spieltag. Rasterfechter unterliegt zu Hause den Basketball Löwen Braunschweig mit 71-80. Bei mir die Head Coaches und das erste Wort gebührt dem Gast und Sieger Piet Strobel. Herzlichen Glückwunsch. Was war aus Ihrer Sicht ausschlaggebend heute für diesen Sieg hier in Vechta? Danke. Wie erwartet war das ein sehr schweres Spiel. Also wir sind rausgekommen und haben viel zu viele Offensive Rebounds gelassen für diese kämpferische, effekte Mannschaft. Nach der Halbzeitpause haben wir sehr hart geredet in die Kabine. Die Jungs haben sofort gewusst, was wir brauchen. Die Verteidigung ist besser gegangen. Unsere Kommunikation, wie wir spielen, wie wir kämpfen, alles war viel besser in der zweiten Halbzeit. Und wenn wir eine Mannschaft zu 26 Punkten in der zweiten Halbzeit halten, dann zeigt das, was wir können. Ich glaube, die letzten vier Spiele waren für uns sehr, sehr wichtig mit unserer Entwicklung. Und heute haben wir am Ende gezeigt, was wir und wie wir spielen können, wenn wir das zusammen machen. Danke sehr. Thomas, was fällt dir als erstes ein? Glückwunsch an Braunschweig und Piet. Also generell muss ich erstmal sagen, dass die Jungs in den letzten drei Spielen unglaublich umgegangen sind. Also auch heute hier, wir sind wieder gerade zu Beginn mit einer Moral und einer Energie und einem Zusammenhalt in diese Partie gestartet, die ich beeindruckend finde und die den Charakter auch der Mannschaft zeigt, die in so einer Situation nicht den Kopf hängen lässt, sondern gewillt ist, nach vorne zu gehen und Verantwortung auch zu übernehmen. Für uns war klar, dass wir aus der zweiten Halbzeit mit viel Dampf auch kommen müssen. Haben defensiv da eigentlich auch einen vernünftigen Job gemacht, aber haben dann uns leider nicht um den Lohn unserer Arbeit bringen können und haben einfach, ich glaube, in den ersten paar Angriffen jedes Mal einen Offensiv-Rebound abgegeben, der dann zu einem Korb geführt hat. Und Braunschweig hat dann nach und nach Selbstvertrauen aufgebaut und dann dieser 10-0-Lauf oder 12-0 über also beide Viertel verteilt, Ende des dritten Viertels, der war dann natürlich tödlich für uns. Dann haben wir so ein bisschen nicht mehr die Frische und Energie gehabt, die wir in der ersten Halbzeit haben. Danke sehr. Thomas, gibt es Fragen? Ja, eine Frage hätte ich eigentlich an beide Trainer. Es war ja eine Kopie vom Hinspiel. Die erste Halbzeit geht an Vechta, danach dreht Braunschweig das Spiel. Können Sie vielleicht beide mal kurz so ist das Zufall oder wie muss man das erklären? Also ich glaube, das ist ein bisschen Zufall. Ich glaube, es ist ein bisschen Zufall. Auf diesen Zeitpunkt, also das erste Spiel, wir waren beide ganz andere Mannschaften auf diesem sehr frühen Zeitpunkt in der Saison. Ich glaube, heute war ein anderes Spiel. Zum Glück auf unserer Seite sind wir rausgekommen mit viel Energie und viel Kampfbereitschaft als Mannschaft zu spielen. Aber ich glaube, das hat nichts zu tun mit dem ersten Spiel. Ich glaube, wir und Vechta sind andere Mannschaften seit diesem Zeitpunkt, das war ziemlich weit weg in der Vergangenheit. Und ja, das ist meine Meinung. Vielleicht noch eine Anschlussfrage, wo das Mikrofon gerade bei Ihnen ist. War Ihnen klar, dass Vechta irgendwann die Luft ausgeht, wenn drei Spieler nicht da sind bei dieser engen Spieltaktung? Wussten Sie, je länger das Spiel dauert, desto größer wurden Ihre Chancen? Ich glaube, wir sind in die gleiche Position mit so vielen Spielen in einem kürzeren Zeitraum. Also wir haben unsere eigene Angst, dass wir die Luft rausgeht mit Spielen wie Lucky Meissner, James Robinson und Cream Gallo, die so viel spielen. Wir haben nicht die längste Bank aller Zeit und ich würde sagen, wir hoffen immer, dass unsere Gegner die Luft rausgeht, aber wir haben unsere eigenen Sorgen und wir mit unserer drei Ausländer, also wir unterschätzen niemand, wenn ein paar Spieler ausfällt. Also die sind eine gute Mannschaft. Also ein Spieler wie Josh Jung ist sowas von beeindruckend. Seine Einstellung, seine Leadership, alles, was er bringt zu dieser Mannschaft, das ist eine gute Mannschaft. Und ich bin sehr froh, dass Björn Rover so gut gespielt hat. Ich kenne ihn seit meiner Zeit in Ulm. Wir haben diese Mannschaft nicht unterschätzt und wir haben keine Angst oder sowas, dass am Ende
irgendwas, also wir können sie also auf andere Gang bringen. Wir haben unsere eigenen Sorgen gehabt. Vielleicht noch eine Anschlussfrage an Thomas. Nach diesem 0-10-Lauf hatte man das Gefühl, dass bei aller Moral, bei aller Einstellung die Köpfe dann doch immer mehr nach unten gingen, je länger das Spiel dauerte. Ist das auch eine Beobachtung, die du von außen hattest? Klar, also ich glaube, so viel wie investiert wurde von den Jungs in den letzten Spielen, ist es dann natürlich auch irgendwie klar. Also da sind dann so ein bisschen, sagen wir, die Sicherungen auch durchgebrannt, weil sie einfach viel investiert haben. Durchgebrannt ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber sie haben natürlich nicht den Kopf hängen lassen, aber vielleicht in manchen Situationen dann auch einfach ein bisschen panisch reagiert und überdreht und überhastet und zu viel gewollt in diesen Augenblicken. Aber ja, also so was glaube ich, in so einer Situation irgendwann auch dann natürlich sein kann. Wenn du so jetzt an die Momente direkt nach dem Spiel in der Kabine denkst, am Mittwoch in Chemnitz, am Freitag hier gegen Duisburg, ist der Frustpegel heute besonders hoch? Lässt sich das überhaupt vergleichen, der Grad der Enttäuschung? Also, das lässt sich nicht vergleichen. Es ist so ein Spagat, denn das habe ich den Jungs auch gesagt. Ich bin tiefst beeindruckt von dem Charakter und von der Moral, die Jungs gerade haben, ne, die wirklich so gegen jeden Widerstand hier gerade versuchen, alles zu geben. Und mehr kann ich von ihnen auch nicht verlangen. Also ich meine, ich glaube, wir hatten hier zum Spielbeginn eine Einstellung und ein Auftreten, das absolut nicht selbstverständlich ist oder in der Phase, in der wir gerade sind. Dass wir das leider nicht halten können, ist bitter. Dass man natürlich nach diesen drei Spielen enttäuscht ist, dass man viel investiert hat und nicht kein Sieg bei rausgesprungen ist. Definitiv, aber man kann jetzt nicht eine Niederlage mehr oder höher bewerten als die andere. Braucht die Mannschaft Hilfe? Braucht sie frisches Blut? Braucht sie Neuzugänge? Naja, also als erstes wäre es schon hilfreich, wenn wir überhaupt komplett wären. So, das wär schon mal die erste Hilfe. Ja, ich meine, wenn man jetzt in so einer Situation ist, also ne, gerade jetzt am Ende eines Spiels, sind wir halt auf jemanden wie ein Jean oder wie ein Dennis oder auch ein Philipp, der hier eine tragende Rolle spielen sollte, angewiesen. So, ne? Diese Spieler fehlen uns halt gerade. Und wir müssen versuchen, alles zu tun, um sie wegzukommen oder im Notfall vielleicht dann nochmal nachverpflichten. Ich danke beiden Coaches, euch eine gute Heimfahrt und gute Erholung. Danke, danke Thomas.